Und das, der Lieblingsspieler von mir in der letzten Saison war, ist das einfach noch mal geiler. Okay. Oh, na. Pierre de Witt schuftete weiter. Er wusste von Anfang an, was auf ihn zukommt, und er wusste auch, dass es manchmal Tage gibt, an denen die Motivation nachlässt. Man macht jeden Tag das Gleiche, man sieht keine Fortschritte, und wenn man keine Fortschritte sieht, dann verliert man die Lust. Und deswegen ist es manchmal schwierig. Auf geht's, Lauter, schießt ein Tor! Auf geht's, Lauter, schießt ein Tor! Heimspiel gegen Frankfurt. Wieder macht ein Abstiegskandidat dem FCK Probleme. Komm bitte, lass uns mal einfach zwei Tore schießen. Ist nicht zu glauben. Sams Elfmetertreffer sorgte wenigstens für einen Punkt. Kaiserslautern! Kaiserslautern! Und trotz schwacher Chancenauswertung immer noch 8 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Sechs Spieltage vor Schluss kam 1860 München ins Fritz-Walter-Stadion. Der FCK überzeugte mit einer erstligareifen Leistung, gewann am Ende mit 4:0. Es war der Tag, an dem die Rückkehr in die erste Liga greifbar wurde. Der Tag, an dem sich endgültig alles zum Positiven wendete. Stefan Kuntz hatte also alles richtig gemacht. Stefan Kuntz ist gleich Aufstieg. Ich habe den Menschen schon als Spieler hier verehrt. Und was er als Präsident schafft, das ist einmal einfach einmalig. Es war auch der Tag, an dem sich Marco Kurz zum ersten Mal alleine, ohne Mannschaft, von der Westkurve feiern ließ. Das ist mein Naturell. Mir ist es wirklich. Ich muss nicht ständig meinen Kopf in irgendwelchen Kameras haben oder auf Zeitungen oder zu Dingen mich oder Dinge kommentieren, die außerhalb meines Betätigungsbereiches ist, sondern ich konzentriere mich wirklich auf das Wesentliche, und das ist die Arbeit. Arbeit? 11 Wochen nach seiner Kreuzbandoperation steigerte Pierre de Witt die Belastung, ging jeden Tag an seine Grenzen, weil er nur ein Ziel vor Augen hatte: mit dem FCK erste Liga zu spielen. Klar, ich glaube, das ist das Ziel eines jeden Fußballers, in der höchsten Spielklasse zu spielen. Und wenn ich schon fit bin, dann freue ich mich auch darauf. Oh. Dann kam Union Berlin. Mit einem Sieg hätte der FCK den Aufstieg nahezu perfekt machen können. Und nach Rodneys Führungstreffer sah es lange Zeit danach aus. Lakics Eigentor verhinderte eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen. Aber nur eine Woche später traf der FCK-Stürmer ins richtige Tor, sorgte kurz vor Schluss für das 2:1 bei Arminia Bielefeld. Gefühlter Erstligist nur 2 Jahre, nachdem der Verein in Trümmern lag. Kunz und Kurz hatten Unglaubliches vollbracht. Also außer jetzt einer sportlichen Qualität war es so, dass gerade die erfahrenen Spieler ihre ganze Erfahrung reingebracht haben und absolute Leistungsträger waren. Hinzu kam, dass jeder jüngere Spieler auch seinen nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat. 50.000 FCK-Fans wollten dann im Heimspiel gegen Rostock den Aufstieg feiern. Natürlich auch Steffen. Ich konnte seit Tagen schon nicht schlafen und kann man nicht beschreiben. Nervös ist gar kein Ausdruck. Elfmeter für den FCK. Alles schien nach Plan zu laufen. Schließlich hatte Sidney Sam bisher immer getroffen. Lieber Herrgott, lass es so sein, lass es so sein.